Das war jetzt mal überraschend, dass die da plötzlich auftauscht. Aber komm schon, wieso kämpfst du nicht gegen mich? Wozu? Du hast ja nicht mal ein Schwert. Ich besitze immer noch meinen messerscharfen Verstand. Prima, versuch's doch mal bei dem. Der will sich mit uns anlegen. Na gut. Aha, bist du gekommen, um es mit Klinge und Verstand gegen mich aufzunehmen, Bursche? Tja, ich hoffe, du hast beides gewetzt, denn... Nein, danke. Wie lange sitzt Morgan hier schon? Na, das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall, seit LeChuck mich abgemurkst hat. Sitzt einfach nur da. Will nicht mal im Beleidigungsfechten gegen mich antreten. Immer wenn ich Hohn und Spott vom Stapel lasse, stimmt sie mir einfach zu. Verzeihung, kann ich mir das mal borgen? Hey, LeChuck hat das nicht ohne Grund in mich gebohrt. LeChuck? Hey, er hatte es auf mich abgesehen, nachdem meine Kameraden und ich ihm irgend so eine goldene Schildkröte abgenommen hatten. Er schlug mir den Kopf ab und bat mich, es so lange zu halten. In deinem abgeschlagenen Kopf? Ja. Ach, vermutlich wollte er mich einfach nur kalt machen, oder? Würde ich sagen. Hey, das leuchtet ein. Da hängt mir dann noch ein Schwert, oder? Arr, Kamerad! Du bist gekommen, um deinen Verstand mit meinem zu messen? Nein, danke. Ja, dann wirst du sicher wissen wollen, wie ich meinen Kopf verloren habe. LeChuck hat ihn dir abgeschlagen. Oh, verstehe. Du bist also nur gekommen, um mir die Zeit zu stehlen. Danke. Gern geschehen. Komm schon, wieso kämpfst du nicht gegen mich? Ach, was soll's? Auf, Mo! Na schön. Jawohl! Endlich kommen wir zur Sache. Ich bin dabei. Hoffnungslos. Ich kann kaum mein Schwert erheben. Irgendwas an diesem Kampf kommt mir spanisch vor. Ach komm schon, das liegt wahrscheinlich nur an dir. Ach weißt du, vermutlich hast du recht. Nein, ich meinte... Vergiss es. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Ups. Ups. Falsch. Einen Hund können wir ja geben. En garde! Na schön. Ja! Yeah. Muss das richtig sein. Meine Laufbahn als Piratenjägerin war in etwa so von Erfolg gekrönt, wie meine Karriere als Marathonläuferin. Niemand hat mir jemals auch nur eine Verletzung zugefügt. Und niemandem wird es je gelingen. Sie haben grandios Karriere gemacht. Ihren Namen fürchtet man in der ganzen Karibik. Tja, ich nehme an, das ist wohl wahr. Ha, was für eine Mauerbeleidigung. Was? Nein, ich dachte, ich spreche mit der Dame. Hey, das wäre eine sogar noch bessere Retourkutsche gewesen. Aber dazu ist es jetzt zu spät. Ich habe gewonnen. Aber... Wenn er gewonnen hat, muss ich verloren haben. Probieren wir mal mit dem... Ich beschränke mich heute auf ein Minimum an Tierquälerei. Vielen Dank. Schade. Anker sind nicht gerade für ihre Vielseitigkeit bekannt. Donk. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Sollen sie sich um ihren eigenen Kram kümmern? Vielleicht versuchen wir es nochmal. Auf, Mo! Na schön. Jawohl! Endlich kommen wir zur Sache! Ich bin dabei! Meine Laufbahn als Piratenjägerin war in etwa so von Erfolg gekrönt, wie meine Karriere als Marathonläuferin. Niemand hat mir jemals auch nur eine Verletzung zugefügt. Und niemandem wird es je gelingen. Vermutlich, weil sie sich vor jedem Kampf drücken. Augenblick mal, jetzt bin ich ganz durcheinander. Würdet ihr beiden das... Augenblick mal, jetzt... bin ich ganz durcheinander. Würdet ihr beiden das noch einmal sagen? Meine Laufbahn als Piratenjägerin war in etwa so von Erfolg gekrönt, wie meine Karriere als Marathonläuferin. Niemand hat mir jemals auch nur eine Verletzung zugefügt. Und niemandem wird es je gelingen. Also ich muss ihn ausspielen und vermutlich, weil sie sich vor jedem Kampf drücken. Vermutlich, weil sie sich vor jedem Kampf drücken. Genau wie das.
Ja, mit schlechten Sachen spreche ich immer nur. Songard! Das geht ja nicht. Na schön. Ja! Ich bin der verschlagenste Pirat der sieben Weltmeere. Weißt du, wie hoch mein IQ ist, Junge? Jetzt mal im Ernst. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie fies als Mensch bin ich? Nochmal. Augenblick mal, jetzt bin ich ganz durcheinander. Ich bin es nicht mitgekommen. Würdet ihr noch einmal sagen? Ich bin der verschlagenste Pirat der sieben Weltmeere. Weißt du, wie hoch mein IQ ist, Junge? Jetzt mal im Ernst. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie fies als Mensch bin ich? Ich würde sagen, volle Punktzahl. 10? Oh Gott, bin ich ein schlechter Mensch. Ach so, ich hätte glaubt, das wäre gut gewesen. sie ist echt nicht leicht, nein. Auf, Mo! Na schön. Jawohl! Endlich kommen wir zur Sache. Ich bin dabei! Meine Laufbahn als Piratenjägerin war in etwa so von Erfolg gekrönt, wie meine Karriere als Marathonläuferin. Niemand hat mir jemals auch nur eine Verletzung zugefügt. Und niemandem wird es je gelingen. Vermutlich weiß ich noch, Augenblick mal, jetzt gehe ich hier, so schnell kannst du laufen. So schnell kannst du laufen? Ich bin der verschlagenste Pirat der sieben Weltmeere. Weißt du, wie hoch mein IQ ist, Junge? Jetzt mal im Ernst, auf einer Skala von 1 bis 10, wie fies als Mensch bin ich? Huh. Haha, ja. Minus 1, wenn überhaupt. Ich bin als Versagerin gestorben. Dabei war es immer mein Traum, einmal die größte Piratenjägerin aller Zeiten zu werden. Mir kommt's hoch. Ich finde, du hast deinen Job verdammt gut gemacht. Dafür fehlt mir jedes Verständnis. Da das wirklich eine schwache Beleidigung war, gewinne ich. Komm schon, wieso kämpfst du nicht gegen mich? Ach, was soll's? So, ich muss ja wieder mit dem Schwert. So. En garde! Na schön. Ja! Ich bin als Versagerin gestorben. Dabei war es immer mein Traum, einmal die größte Piratenjägerin aller Zeiten zu werden. Mir kommt's hoch. Ja, sag sowas nicht. Sonst fange ich auch noch an, mich zu erbrechen. Ja, manchmal hasse ich mich selbst. Ups. Ja. Ach ja, ich glaube, das wird noch ein bisschen länger dauern. Also dann können wir eben vielleicht einen Anker überdonken. Das werde ich jetzt nochmal überdonken. Anker sind nicht gerade für ihre Vielseitigkeit bekannt. Das ist ein lustiges Wort, überdonken. Wisst schon, was ich meine. Auf, Mo! Na schön. Jawohl! Endlich kommen wir zur Sache. Ich bin dabei! Hoffnungslos. Ich kann kaum mein Schwert erheben. Irgendwas an diesem Kampf kommt mir spanisch vor. Warte mal, siehst du, du bist doch stärker als ich. Ach komm schon, das liegt wahrscheinlich nur an dir. Ach komm schon, das liegt wahrscheinlich nur an dir. Achso, das habe ich schon. Weißt du, vermutlich hast du recht. Komm schon, wieso kämpfst du nicht gegen mich? Ach, was soll's? Ich meinte natürlich mit dem Schwert. En garde! Na schön. Ja!
Ich hatte mal einen Hund, der schlauer war als du. Es ist hoffnungslos. Und ich war mal bei dem größten Schwertkämpfer der Karibik in der Lehre. Warte. Ich muss kurz was abschreiben. Ah, warum geht denn da nichts? Kein Stift. Warum geht da kein Stift? Da, der geht sicher. So. Gut. Jetzt haben wir das auch.